So, hallo, heute wollen wir Schmunzelsteine machen und die sind dafür gedacht, um jemanden, der vielleicht gerade traurig ist oder der so einen kleinen Glücksbringer haben soll, dem zu schenken. Wie das am Ende aussieht, seht ihr ja immer am Anfangsfoto und eben auch am Ende die Fotos. Wir brauchen dazu, also ihr könnt gerne Steine sammeln gehen natürlich, die müsst ihr dann so ein bisschen abwaschen, damit die nicht so staubig sind. Oder ihr benutzt, wie ich das gemacht habe, lufttrocknenden Erdton oder eben auch, wie wir das bei dem Haus hatten, die Kaltkeramik. Könnt ihr ja auch selber machen und am Ende kommen dann eben, ich habe die halt so geformt wie so ein Stein. Die sind dann halt so, ich habe dann halt eine Kugel gemacht, habe die flach gedrückt und habe die trocknen lassen. Und jetzt werden sie eigentlich bemalt, oder nicht eigentlich, jetzt werden sie bemalt und zum Schluss machen wir noch einen kleinen Text, also ein kleines Kärtchen. Und das schenken wir dann zusammen, oder das packt man da so zusammen und kann das halt eben verschenken. Finde ich eine coole Idee, macht voll Spaß, Steine bemalen ist so und so der Hit, finde ich. Und von daher legen wir einfach mal los. So, ihr Lieben, jetzt habe ich alle angemalt und habe so lustige Gesichter drauf gemalt. Eigentlich ganz niedlich, finde ich. Und jetzt geht's ans Verpacken. Dafür habe ich also ein bisschen im Internet geschmuselt und habe auch mal so einen schönen Spruch gefunden. Den schneiden wir jetzt aus. Die könnt ihr wie eine Wolke ausschneiden, so ein bisschen, so dass es halt auch passt. Dann habe ich mir schon mal ein Papier ausgesucht. Cardstock ist das sozusagen, ist hier festeres Papier. Das nehme ich jetzt. Und dann muss ich da raus. Da mache ich mal kurz Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ich schneide das mal kurz mit der Schneidemaschine. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mit der Schneidemaschine ausgeschnitten, einfach weil es dann schön gerade ist. Ihr könnt das aber mit der Schere ausschneiden. Das ist im Prinzip auch kein Problem. Jetzt habe ich halt so mein Cardstock, mein ausgeschriebenes, also ausgeschnittenes Sprüchlein. Da steht Schmunzelstein. Ich schenke dir einen Schmunzelstein. Er soll ein kleines Zeichen sein, damit du, wenn du traurig bist, den Kummer auch schnell wieder vergisst. Den klebe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband auf meinen Cardstock. So. Und zwei Stück schnell abmachen. So. Trenne das hier einmal um. So. So. Nehme hier mein. Ihr macht das einfach nur ab, sozusagen. Doppelseitige Klebeband. Positioniert euer Sprüchlein. Könnt euch da auch gerne selber was aussuchen, wenn ihr kreativ seid. Dann habe ich mir hier so Tüten, die habe ich aus dem Bastelladen gekauft. Die passen da glücklicherweise perfekt zu. Habe das jetzt so in die Tüte reingetan und dann suche ich mir einen aus. Oh mein Gott, ich habe so viele. Also nur mal, ne, ich zeige euch da mal noch ein Foto. Sind übelst viele entstanden. Ich finde die alle hübsch. Nehme mir jetzt, oh mein Gott, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich nehme den hier und pack den hier mit rein. Zip. Mach die Tüte zu. Blip. Und schon ist euer fertiges Geschenk als Schmunzelstein. Voll hübsch, finde ich. Coole Geschenkidee. Gerade so in so einer jetzigen Zeit kann man sowas aufmunteln, das echt immer gut gebrauchen, wie ihr die Steine am Ende verziert. Ob ihr da Strasssteinchen draufklebt, noch ein bisschen Glitzer macht. Das ist am Ende wirklich komplett euch überlassen. Ihr seid alle unheimlich kreativ. Von daher feuerfrei und einmal alle mal Schmucksteine basteln. Bis dahin, eure Sandra.